Schauen wir mal auf der Karte, was die Karte sagt. Ja, sie wird zwar immer kleiner, wir sind aber noch sehr nah dran. Ne? Wir haben also noch nicht mal die Reichweite des Moones gecrossed. Ja, wir können ja mal hier ein bisschen ranschummeln. Wir können ja mal bis dahin warpen. Machen wir mal. Und ich guck mal nach, ob ich noch eine schöne Mondeinstellung bekomme. Möglich ist es, ja. Vielleicht haben wir ja noch mal eine schöne Mondeinstellung. Hier ist der Moon. Ja. Gucken wir mal, ob wir da noch mal eine schicke Kameraeinstellung haben. Sozusagen für die Kamerageilen unter euch. Beziehungsweise mir selber ja auch. Ich bin ja auch ein bisschen so kamerageil. Ja. Ich liebe ja solche schönen Weltraumeinstellungen. Ja. Kennt ihr ja bestimmt auch diese typischen Sendungen, die es damals gab. Wo man dann, oh, da ist er, die Heimat, und irgendwo da auf der Seite, müssen wir mal gucken, müsste dann, jetzt haben wir mal eine Kameraeinstellung. Guckt euch jetzt mal diese Kameraeinstellung an. Ja, das ist natürlich auch, also für sowas lebe ich, also muss ich echt glatt sagen, also, wow, Irgendwie dreht sich unser Teil. Wo hat er sich denn ausgerichtet? Du darfst dich mal bitte pro Grade ausrichten. Was ist los? Er will sich auch pro Grade ausrichten. Warte mal, machen wir mal Stably bitte mal. Was hat er denn jetzt als Hauptpunkt genommen? Hätte er jetzt den hier vorne als Hauptpunkt? Es ist manchmal die Frage, was nimmt er als Hauptpunkt? Hat er jetzt das als Hauptpunkt genommen, wo ich als letztes rausgegangen bin? Oder... Control from here. Hä? Leichte Irritation. Ach, da ist er. Ach ja, stimmt ja. Der kann ja gar nicht da Prograde sein. Ist ja richtig. Ja, dann beweg dich ruhig weiter Prograde. Dann mach das ruhig. Dann ist das ganz schick. Ja? Ja. Ja. Gut. Wir schauen mal weiter in unser Missionsbriefing. Jetzt geht es darum, dass wir auch mal rauskommen. Und das machen wir da mal bis hierhin warpen. Warpen wir mal daran. Und jetzt verlassen wir definitiv das System. Ja. Und sind dann sozusagen gleich weg. Und da warpen wir noch mal ein bisschen. Cannot faster, Schiff ist unter Eculation. Wieso? Wie ist so unter Eculation? Was ist denn los? Das kann gar nicht unter Eculation sein. Oder wegen der RCS, das kann natürlich auch sein, ne? Wir machen mal kurz das RCS aus und das SRS. Ja. Es müsste es theoretischerweise gehen. Oder auch nicht. Was ist denn da los? Das ist sehr merkwürdig. Warum ist der jetzt angeblich unter Eculation? Womit beschleunigen jetzt? Jetzt ist doch alles aus gewesen, ne? Das ist alles sehr merkwürdig. Warpen wir mal bis dahin. Das macht er. Anstand. Schön, dass er das macht. Aber na gut. Kerbal Space Programm. Das ist schon der Wahnsinn, wie viel Zeit eigentlich vergeht, bis der da sich da so bewegt. Ne? Time Warp komplett. Ich gehe nochmal ein bisschen raus. Gucken wir mal, ob wir jetzt hinkriegen. Ah, jetzt will er. Ja? So, dann wollen wir mal. Wir sind jetzt auf 1000-fach. Und jetzt gehen wir nochmal zurück langsam. Na, ein bisschen mehr nochmal.
Und wir sind jetzt gleich aus dem Einfluss von Körben raus. Na, ein bisschen können wir nochmal Saft drauf geben. Ah. Da sind ja so letzten Meter sozusagen. Und schwupp. Gut. Irgendwas meckert er hier nochmal. Was ist los? Okay. Gut, wir haben Körben verlassen. Offiziell. Mit 15 Körbens. Offiziell verlassen. Und da will ich natürlich auch mal gucken, wie das Ganze ausschaut. Ich bin ja so ein bisschen die Gamma-Hure. Weil ich immer ganz neugierig bin, wie sowas ausschaut. Gucken wir mal. Wo ist denn Körben geblieben? Ja, sage ich auch immer. Und du musst dich sowieso... Oh, da haben wir es ja. Ah, da haben wir es ja. Oh, da ist die Sonne. Das müsste der... Ist das Körben oder ist das noch der Moon? Es könnte schon Körben sein, so klein. Ne? Das... Ah, weil anderes sehe ich jetzt hier nicht. Nee. Das müsste schon Körben sein. Ja, das ist schon Körben. Der ist schon verdammt klein. Ja, guckt euch das mal an. Ja. Körben auf der kleinen Größe. Also da hätte ich schon ein bisschen Schiss. Ja, wenn man überlegt, so, oh, da hinten ist Körben, ne? Sieht man hier auch nicht mehr viel, ja? Mal gucken hier. Kanzeln durchklicken, aha, okay. Oh, da sieht man die ganze Wand braun ein bisschen arbeiten. Guckt euch das mal an, wie die arbeiten. Da sieht man das ja erstmal, wenn die RCS hier am Ausrichten ist, da kann man direkterweise mal da rausschauen. Da sieht man auch die ganzen RCS am Ackern. Hä? Das ist schon ja, beeindruckend, auf jeden Fall. Wie man dazu schaut. Hä? Ja. Da bewegt sich alles. Das ist alles so ein bisschen Vibration. Hä? Andere Seite genauso, können wir mal angucken. Ja. So. Yvonne Braun hat übrigens designtechnisch ein Vorbild. Oh, hier sieht man es noch bübler. Alter Falter. Ein Hoch auf die Gummidichtung. Yes, das ist. Yes, das ist Maria. Eieieiei. Ja, die Yvonne Braun, wie gesagt, hat eigentlich ein Vorbild. Und zwar ein Vorbild der ältesten, ja, einer der ältesten Lebewesen auch auf der Erde. Und gerade jetzt hier so mit der Sonne im Hintergrund kann man das Vorbild gut erkennen. Ich kann es auch andersrum drehen. Machen wir mal. Kann man das nochmal so sehen, nochmal die Yvonne Braun. Ja, die hat ein Vorbild. Und zwar... Wenn man so mal so meine Generation ist, dann kennt man auch das Ips-Heft. Und wenn ich jetzt Ips-Heft sage, dann dürften schon bei den einen oder anderen, ja, die Glocken läuten. Was für ein Vorbild die von Braun hat. Ja, die Urzeitkrebse, natürlich, die Urzeitkrebse. Das sind die Vorbilder der Yvonne Braun. Und demnach wurde sie halt auch konstruiert. Ich muss erstmal schnell mal was trinken. Bei mir gibt es heute ein leichtes Erfrischungsgetränk. Oh ja, ganz gut. Ja, die Urzeitkrebse haben sozusagen der Yvonne Braun Pate gestanden. Ja. Hier wäre der Kopf vorne, hier die Seitenflossen sozusagen, diese kleinen Beinchen, Ruderteile, dieser Körper. Ja, kann man ganz gut erkennen. Von Braun, diese Uhrzeit hier. Gut. Der nächste Step ist jetzt, wo jetzt die Yvonne Braun sich endlich ausgerichtet hat. Ah, ich guck mal nochmal nach. Dubidubidu, das ist immer richtig. Irgendwas stimmt hier nicht. Ach, stimmt, ich sollte hier auch F2 drücken. So, da ist unser Dingens. Und irgendwie wird mir meine Crew nicht sauber jetzt doch, ja. Gut.
Jetzt besteht es da drin, dass wir auf Transfermodus gehen. Und im Transfermodus, da möchte ich dann natürlich die Solarpanels aktivieren. Extend the Panels. Danke sehr. Das gleiche machen wir auch hier. Vorausgesetzt, ich habe einen ruhigen Finger. Die ich natürlich nicht habe. Doch, da habe ich sie. Dann werden wir mal hier die Panels rausholen. Ja, Action Group wäre vielleicht wirklich nicht verkehrt. Wäre sehr nett, wenn du mir da mal so einen kleinen Post in einer persönlichen Nachricht bei Twitch hinterlassen würdest. Oder einfach auf meinen YouTube-Kanal. Verlinkung ist auch unten zu sehen. Da wäre ich sehr dankbar. Weil der weiseste aller Spieler bin ich nämlich auch nicht. Ich mache das ja nur rein hobbytechnisch. Und zwar auch nur deshalb rein hobbytechnisch, weil ich selber großes Interesse am Weltraum habe. Und Kerbal Space Program mir die Möglichkeit gibt, im Weltraum zu sein. Zumindest virtuell. Weil echt werde ich im Weltraum, also jetzt mit einem Raumschiff, nie sein. Echt sind wir ja alle im Weltraum. Ja, die Erde selber ist ja eigentlich auch ein Riesenschiff, was sich durch den Weltraum bewegt. Und zwar wirklich bewegt. Ja, schick, schick, schick. Sieht doch ganz gut aus. So, da haben wir dann Solarpanels ohne Ende. Das heißt, wir werden uns dann mal gleich zur Sonne ausrichten. Ich hoffe mal, dass ich die richtige Richtung finde. Ich hoffe ja. Glaube, ich habe die richtige Richtung gefunden. Ja, die Trägheit der Masse, ja, man sieht's, arbeitet stetig daran, das Schiff, ja. Ja, und da sehen wir am Fuel, dass das doch ganz schön eine Menge gezogen hat. Also wir haben hier gut, zwei Fünftel aus den, oder einen guten Drittel. Naja, weniger als ein Drittel. Also knapp ein Drittel rausgezogen, sagen wir mal so. Aus den ganzen Tanks. Interessanterweise, da muss man ja wissen dazu, dass diese Dinger hier auch alles Fuel-Tanks sind. Ja. Ich sollte mir auch mal hier die Systeme balancieren. Weil das macht dann die Navigation auch nochmal einfacher, weil das ganze Ding dann einfach balanciert ist, logischerweise. So, okay. Gut. Und jetzt haben wir gleich den idealen Stand zur Sonne. Hoffe ich zumindest. Wir gucken uns mal, wo die Sonne hängt. Die Sonne ist genau dort. Wir werden noch ein bisschen drehen. Ein bisschen brauchen wir noch. Aber so langsam kriegen wir es hin. Sieht doch schon mal sehr schön aus. Hem, keine Ahnung, wie sowas geht, aber die Action Groups sind mehr oder weniger selbsterklärlich. Wenn du nach KSP Action Groups googelst, findest du eigentlich alles, was nötig ist. Okay, dann einfach nur googeln. Die Standardantwort im Internet. Sie funktioniert ja meistens, ist ja oft so. Ja? Außer wenn man nach Katzen im Internet sucht, dann kriegt man manchmal auch andere Bilder. Das ist da nicht so schön mit Google. Ja, ja. Dann wird's da nicht mal so jugendfrei. Hä? Oh, ich habe eine Solarpaneele vergessen. Guckt mal. Eine habe ich vergessen. Das ist aber peinlich. Gut. Die Ausrichtung sieht doch schon mal ganz toll aus. Das sieht doch mal sehr toll aus. Das sieht doch mal super aus. So, retracten wir den mal, danke. Hallo, ich habe gesagt retract.
Okay. Raus. Okay, passt. Gut. Gut, läuft raus. Es geht raus.